schauen uns das Rollfeld kurz an. Es ist windig, aber sonnig in Köln. Ich denke, Warteschleifen wird er nicht drehen müssen. Der Verkehr wird schon ein bisschen aufgehalten, damit er pünktlich kommt. Vater von Gemming, wir haben es gerade im Film gesehen, welche Fragen auf ihn warten, auf Benedikt den 16. Eine unmoderne Kirche, hat unser Autor gesagt, sei ihm lieber als eine prinzipienlose. Sehen Sie das auch so? Ich finde die Formulierung ziemlich töricht. Weil Innenstadt. Dort wird er auch übernachten, genauso wie sein Vorgänger Johannes Paul II. Nach einem Mittagessen mit Kardinal Meißner fährt Benedikt der 16. mit einem Schiff auf dem Rhein. Von Rodenkirchen bis zu den Pollerwiesen. Von der MS Rheinenergie aus spricht der Papst zu den Gläubigen am Rheinufer. Danach geht er von Bord und besucht den abgesperrten Dom. Anschließend fährt Benedikt der 16. mit dem Papamobil durch die Innenstadt. Das ist der Moment, wo ihm zehntausende Gläubige zujubeln können. Es soll ein Bad in der Menge werden, wie damals auf dem Petersplatz. Am Freitag trifft Benedikt der 16. in der Villa Hammerschmidt mit Bundespräsident Köhler zusammen. Später besucht er die Synagoge in Köln. Eine symbolische Geste, das hat noch kein Papst auf einer Auslandsreise getan. Auch der Besuch von St. Pantaleon, einer Opus Dei-Gemeinde, spielt eine kirchenpolitische Rolle. Außerdem empfängt Benedikt der 16. Vertreter der evangelischen Kirche und der muslimischen Gemeinden. Am Samstag gibt der Papst Audienzen für ausgewählte Persönlichkeiten, darunter der Bundeskanzler. Auf dem Marienfeld bei Frechen findet am Samstagabend die Vigilfeier und Sonntagmorgen der Abschlussgottesdienst statt. Im Zentrum des Areals befindet sich der eigens aufgeschüttete Papsthügel samt Altar. Das Marienfeld ist ein ehemaliges Braunkohletagebaugebiet mit Platz für rund 800.000 Menschen. Früher befand sich hier ein Marienwallfahrtsort. Am Sonntagabend schließlich fliegt Benedikt der 16. dann zurück nach Rom. Das Wachbataillon der Bundeswehr marschiert schon auf am Köln-Bonner Flughafen. Wir schauen noch mal kurz hin. 2 Minuten noch, dann wird die Maschine landen. Dann dauert sicherlich noch ein paar Minuten, bis Papst Benedikt dann wirklich auch aussteigen kann. Da werden wir dann die Bilder sicherlich auch sehr schnell haben. Pater von Gemmingen, wir haben gerade das Programm gesehen. Was glauben Sie, macht er gern? Worauf freut er sich? Und was ist für ihn Pflicht? Also wenn ich mich in ihn hineindenke, denke ich mir, er ist angespannt, weil er es natürlich gut machen will, weil er die Leute überzeugen und gewinnen will. Bei den Jugendlichen ist das einfacher, bei den Medien ist das schwieriger, bei der breiten deutschen Bevölkerung ist das auch nicht so einfach. Er wird angespannt sein und sagen, lieber Gott, hilf mir, dass es gut rüberkommt, dass ich das gut sage und gut auftrete, was ich eigentlich möchte. Ich möchte nicht mich in den Vordergrund stellen, sondern die Botschaft Jesu Christi, dass sie den Leuten hilft, ihr Leben schön und gut zu führen. Ich habe das Gefühl, es tut sich was auf dem Flughafen. Köln grüßt Papst Benedikt, habe ich gerade auf einem Transparent gelesen. Da ist vorhin auch Kardinal Lehmann von der Tribüne runtergekommen. Er gehört zu denen, die den Papst empfangen werden. Da sehe ich Bundespräsident Köhler mit seiner Frau als Staatsoberhaupt. Wird er der Erste sein. Aber mehr darüber weiß auf dem Köln-Bonner Flughafen Frank Blasberg. Herr Blasberg, ich habe das Gefühl, gleich ist es soweit, oder? Gefühl ist das richtige Wort, weil hier wird noch darüber diskutiert, ob die Maschine, die im Landeanflug ist, tatsächlich eine Alitalia ist. Es ist wirklich merkwürdig, weil hier startet gerade noch eine Lufthansa Boeing. Aber die letzten Informationen sind die, dieses Flugzeug, was wir hier im Landeanflug sehen, es ist die Maschine des Papstes. Papst Benedikt der 16. ist im Landeanflug auf Köln. Er hatte einen wunderbaren Flug, ist heute Morgen bei 38 Grad in Rom gestartet. Und die Flughafentemperatur hier, sagt der Tower, ist 24 Grad. Ich sage Ihnen, gefühlt sind das 28, 29 Grad. Aber ich denke mal, das hier ist die Spannung und die Erregung am Flughafen. Hier sind viele Gäste des Weltjugendtages, die klatschen schon mal für den Landeanflug. Die Prominenz hat sich bis zuletzt hier im VIP-Raum aufgehalten, weil die Sonne sticht hier ganz schön, ist aber jetzt hier auch auf dem Rollfeld erschienen. Ich würde sagen, jetzt noch ungefähr 50 Sekunden, bis diese Alitalia, der Airbus A320, einschwebt. Die Maschine kommt über die 140L, das ist die lange Piste des Köln-Bonner Flughafens. Und sie hat den Weg über den Norden der Stadt genommen. Das heißt, der Papst hat mit aller Wahrscheinlichkeit nach den Dom gesehen, wenn er rechts gesessen hat.
Erst das linke Hinterrad, dann das rechte, jetzt das Bugrad. Eine Bilderbuchlandung für den Papst, der jetzt noch Richtung Süden rollt, aber der bald hier sein wird. Bei mir ist Michael Garvens, der Chef des Köln-Bonner Flughafens, und er ist so jeden Meter hier schon mal zu Fuß abgegangen. Herr Garvens, wie lange wird es dauern, bis die Papstmaschinen erwarten können? Herr Garvens, wir stehen ja hier, ich habe es eben gesagt, im Frachtbereich. Haben Sie diese Nacht überhaupt arbeiten können? Doch, aber es waren natürlich einige Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, es mussten viele Vorfeldpositionen geräumt werden, die natürlich jetzt aufgrund der Ankunft des Papstes so nicht mehr nutzbar sind. Aber da eben auch der Hauptfrachtknoten nachts abgewickelt, also während der Nachtzeit abgewickelt ist, war das für uns eigentlich nicht mit größeren Problemen verbunden. Ja, wir sehen jetzt den flaggengeschmückten Airbus A320, der Alitalia, die Vatikanfahne und die Deutschlandfahne. Er rollt jetzt hier auf die Parkposition zu. Ich habe schon gesagt, das Flugwetter über den Alpen war ideal. Er ist übrigens gestartet, nicht im internationalen Flughafen in Rom, sondern aus Sicherheitsgründen vom Militärflughafen. Er ist dann über Italien, Österreich hier nach Deutschland geflogen. Und es ist guter Brauch, dass der Papst jeweils ein Telegramm absetzt an den Bundespräsidenten. Das hat er also auch an den österreichischen Bundespräsidenten getan, wenn er das Land hier überfliegt. Und jetzt fangen die Menschen hier an zu klatschen. In der Ehrentribüne ist es noch ein bisschen leiser, aber Gott sei Dank sind auch viele Freiwillige und Besucher vom Weltjugendtag hier. Und die machen schon die erste Laola-Welle. Das geht ja gut los. Es ist eine bunte Mischung hier. Es sind Freiwillige aus Köln, aus dem Rheinland, aber auch Gäste aus Afrika, aus allen Kontinenten, die man hier ganz vorne an die Pole Position gelassen hat. Jetzt sind es ungefähr noch 200 Meter bis zum roten Teppich. Die Maschine steht um genau 12 Uhr und 2 Minuten. Wenn ein deutscher Papst nach Deutschland kommt, sollte man eigentlich meinen, dass sie pünktlich um 12 Uhr genau da sein sollte. Aber der Papst hat sich offenbar schon an italienische Verhältnisse gewöhnt. 12 Uhr 2. Ja, daran wird das Protokoll jetzt nicht scheitern. Soweit ich informiert bin, werden jetzt erstmal zwei Menschen an Bord gehen. Und zwar ist es der Botschafter des Vatikans, der apostolische Nuntius. Und jetzt war gerade er am Fenster zu sehen, hat gewunken. Ich habe hier eine Position, wo ich mit meinen Augen nicht viel sehen kann, aber wenn ich den Monitor erkennen kann, dann sehe ich das, was Sie zu Hause auch sehen, nämlich einen Papst hinter der Scheibe. Er guckt raus, jawohl. Und das bedeutet, er hat auf der linken Seite gesessen und hat den Dom wahrscheinlich nicht gesehen, aber ich bin sicher, er wird ihn sehr bald zu sehen bekommen, aus einer viel besseren Perspektive. Ich weiß jetzt noch nicht, was Sie mit dem roten Teppich machen. Vielleicht haben Sie ihn ein bisschen lang gekauft. Da ist noch ein bisschen was auf der Rolle. Hoffentlich hat einer ein Teppichmesser dabei. Nein, er passt natürlich. Ja, ich habe eben gesagt, es werden zwei Menschen an Bord gehen. Der apostolische Nuntius des Vatikans, also der Botschafter des Vatikans, Erzbischof Ender, und der Chef des deutschen Protokolls, Botschafter von Planitz. Wenn erstmal reingehen in die Maschine und den Heiligen Vater dort begrüßen. Wenn wir mal schauen können, hinten rechts ist die Treppe schon offen, wenn wir das gleich mal zeigen können.
Kameras richten sich natürlich nach vorne, währenddessen sich hinten schon Menschen rausschleichen. Das sind Teile der Delegation des Papstes, aber es sind vor allen Dingen mitgereiste Journalisten. Die Tür geht auf und die nächste Laola-Welle ertönt. Die Ehrenformation der Bundeswehr hat in diesem Moment Aufstellung genommen. Und ganz vorne am Teppich der Bundespräsident mit seiner Gattin. Ja, warten auf den Papst. Hinten sind schon ca. 40 Menschen ausgestiegen. Es sind vor allen Dingen Journalisten, die in der Papstmaschine mitfliegen können. Wer denkt, das sei ein Schnäppchenpreis, um von Rom nach Köln zu kommen, das ist falsch. Die Journalisten zahlen 725 Euro. Übrigens one way. Und finanzieren eigentlich so indirekt die Papstreise. Alitalia schickt an den Vatikan keine Rechnung. Ja, jetzt gehen, wie gesagt, der apostolische Nuntius und der Chef des deutschen Protokolls, Botschafter von Planitz, nach meinen Informationen an Bord. Hat er sich anders überlegt oder hat er was vergessen? Nein. Benedetto. Pax Benedikt der 16. auf dem Weg auf deutschen Boden. Sein Käppi ist ihm weggeflogen durch den Wind am Köln-Bonner Flughafen. Ja, entspannter Wortwechsel zwischen Eva Luise Köhler und dem Bundespräsidenten Horst Köhler mit dem Papst. Schön, Benedetto rufen die Menschen hier. Es sind Deutsche, die einen deutschen Papst auf Italienisch begrüßen. Bundeskanzler Schröder ist jetzt dran. Ich weiß nicht, die Modeexperten werden das wahrscheinlich jetzt dementieren, aber ist das ein Dirndl, was seine Frau da trägt? Ein modernes Dirndl, einigen wir uns darauf. Direkt hinter dem Papst sehen Sie Kardinalstaatssekretär Sardano. Er ist ja, so etwas wie der Regierungschef des Vatikan, der Ministerpräsident
Auch der Vertreter des Papstes in manchen Angelegenheiten. Ein Schritt hinter ihm, wie sich das gehört. Fantastisch rufen die Jugendlichen hier. Sie hätten nie gedacht, so nah an den Papst ranzukommen. Jetzt werden gleich die Nationalhymnen gespielt. Das hier. Über. Achtung, repetiert das. Hier. Zur Meldung. Augen. Rechts. Oberstleutnant Michael Matz, der Kommandeur des Bach-Bataillons, kommandiert die Ehrenformation hier. Ich melde Ehrenformation der Bundeswehr zu Ihrer Begrüßung angetreten.
Stabsmusikchor der Bundeswehr unter Leitung von Oberstleutnant Volker Wörlein hat die beiden Hymnen gespielt, Inno e Marcia Pontificante, die Hymne des Vatikan und das Deutschlandlied. Ich melde die Ehrenformation der Bundeswehr ab. Die beiden Hymnen haben übrigens etwas gemeinsam. Sie sind noch relativ jung. Das Deutschlandlied, wir wissen, es ist erst 1952 durch Bundespräsident Theodor Heuss als Hymne bestätigt worden. Und auch die Hymne des Vatikan ist erst im Jahre 1950 eingesetzt worden, obwohl das Lied schon 1869 Premiere hatte. Damals ist es von 7 Militärkapellen im Beisein des damaligen Papstes gespielt worden, aber es hat noch gebraucht, bis es sich im Vatikan als Hymne durchsetzen konnte. Soldaten aller drei Waffengattungen stellen das Wachbataillon der Bundeswehr, das jetzt Richtung Süden ausmarschiert. Danach werden sich die Delegationen einander vorstellen. Da war wohl noch eine Falte im Teppich, die ist jetzt ausgebügelt. Schön ist sie ja, die Papstkleidung. Praktisch ist sie nicht, so viel kann man jetzt schon sagen. Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, seine Frau Angelika, die Präsidentin des Nordrhein-Westfälischen Landtages, Regina van Dinter. Es wird eine lange Liste von Namen geben. Ja, mit der Amtskette, unschwer zu erkennen, der Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer. Eben hat er Gerd West-Dickenberg begrüßt, er ist der Botschafter Deutschlands im Vatikan. Wenn ich es richtig gesehen habe, war es Joachim Kardinal Meißner, der mir gerade die Hand geschüttelt hat. Ich sage ihm mal, wer von kirchlicher Seite noch alles dabei ist. Es ist der Erzbischof Leonardo Sandri, es ist der Innenminister des Vatikan, er nennt sich auch Substitut. Es ist der Erzbischof Dr. Ender, er ist apostolischer Nuntius in Deutschland, Vatikanbotschafter. Am roten Teppich steht natürlich auch Prälat Dr. Heiner Koch, Generalsekretär des Weltjugendtages. Und Pater Dr. Hans Langendörfer, der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz. Thank you.
ganz wichtiger Mann ist auch dabei, Erzbischof Piero Marini. Er ist der päpstliche Zeremonienmeister. Mit dem müssen die Abläufe ganz genau abgesprochen werden. Und Bischof Renato Baccardo, er ist der Generalsekretär des Vatikanstaates. Und er war derjenige, der den Kölner Weltjugendtag hier aus Vatikansicht mit vorbereitet hat, der letztlich auch sein Platzett gegeben hat für das Marienfeld. Erwarten Sie bitte nicht, dass ich alle Würdenträger auseinanderhalten kann. Ich sehe von hier aus viel Rot, viel Schwarz, viel Purpur. Bevor ich einen Fehler mache, gönnen wir den Vatikankennern unter den Zuschauern das Vergnügen, zum Beispiel Erzbischof Sandri von Erzbischof Marini unterscheiden zu können. Wie sagt man in Köln? Man muss auch Jönne können. Jetzt ist die Frage, wird er abbiegen? Wird er hier noch zu den Jugendlichen gehen? Papst Johannes Paul II. Hat es bei seinem letzten Besuch 1996 gemacht in Paderborn. Da hat er spontan die Kurve genommen nach rechts. Es wären hier 5-6 Meter. Vielleicht gilt es auch erst einmal, die offiziellen Reden zu halten, bevor es zu einer ersten direkten Begegnung kommt. Kardinal Meißner hatte seine liebe Mühe, ja, beim Begrüßungsgottesdienst die Jugendlichen ruhig zu bekommen. Es ist aber auch Sinn des Weltjugendtreffens, natürlich fröhlich zu sein. Bin mal sehr gespannt, wie Horst Köhler, ein erfahrener Vater, das jetzt hinkriegt. Es spricht Bundespräsident Horst Köhler. Heiliger Vater, Heiliger Vater, so geht das jetzt schon seit Tagen in dieser Gegend und die Fröhlichkeit ist auch hier. Heiliger Vater, willkommen in der Heimat, willkommen in Deutschland. Wir alle hier begrüßen Sie ganz herzlich. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie Ihre erste Reise hierher nach Deutschland unternehmen. Das ist ein großer, ein schöner Tag für uns alle. Der Weltjugendtag, zu dem Sie eingeladen haben, ist ein ganz wunderbarer Anlass. Ich finde es großartig, dass so viele junge Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Kulturen bei uns zu Gast sind. Es bewegt uns besonders, und das kann ich auch als protestantischer Christ sagen, dass ein Deutscher, also einer von uns, Papst geworden ist. Ich sage es Ihnen deshalb mit allem Respekt noch einmal hier in der Heimat. Wir wünschen Ihnen für Ihr hohes Amt alles Gute und Gottes Segen. Ihre Wahl zum Papst ist von historischer Bedeutung. Nach dem Papst aus Polen, das als erstes Land im Zweiten Weltkrieg von Deutschland überfallen wurde, ist nun jemand aus der sogenannten Flakhelfer-Generation zum Nachfolger des heiligen Petrus gewählt worden. Dass es so gekommen ist, das gibt mir Zuversicht, 60 Jahre nach dem Ende der menschen- und gottfeindlichen Ideologie, die in Deutschland damals herrschte.
Das ist auch weltweit als ein Zeichen der Versöhnung begriffen worden. Und ich darf verraten, dass mich nur wenige Minuten nach Ihrer Wahl als erster der polnische Staatspräsident Kwaśniewski angerufen hat, um uns den Deutschen zu gratulieren und um uns zu sagen, wir können stolz auf diese Wahl sein. Heiliger Vater, vor bald 50 Jahren haben Sie hier ganz in der Nähe an der Universität Bonn als junger Theologieprofessor Ihre akademische Karriere begonnen. Ihre Weise der Auslegung des Glaubens hat Ihre Hörer damals begeistert und seitdem ist Ihr Ruf in der Wissenschaft ständig gewachsen. Der Glaube und die Theologie sind für Sie nie eine weltfremde Sache der akademischen Zirkel gewesen. Immer haben Sie dafür Sorge getragen, dass die zentralen Aussagen des Glaubensbekenntnisses auch für die säkulare Kultur und die Politik relevant werden. Das konnte nicht ohne Widerspruch bleiben. Aber Widerspruch ist Ihnen mit Recht lieber als Gleichgültigkeit oder Relativismus. Auch die Sätze des Glaubens sollen ja Salz der Erde sein. So haben Gelehrte aus aller Welt das Gespräch mit Ihnen gesucht, vor nicht langer Zeit erst Ihr Generationengenosse Jürgen Habermas. Als Sie 1992 in der berühmten Akademie des Institut de France aufgenommen wurden, als Nachfolger des großen Andrei Sacharow, sagten Sie damals über ihn, er war mehr als ein bedeutender Gelehrter, er war ein großer Mensch. Auch bei Ihnen verbinden sich Gelehrsamkeit und Weisheit. Und so suchen und finden die Menschen weit über die katholische Kirche hinaus in Ihnen eine moralische Autorität. Heiliger Vater, Sie kommen in ein Land, in dem die christlichen Kirchen eine lebendige Rolle spielen und ich bin sehr froh darüber. Ich denke zum Beispiel an die katholischen und evangelischen Jugendverbände. Viele werfen ja Jugendlichen heute mangelndes Engagement oder Fixierung aufs eigene Ego vor. Damit können aber die vielen tausend ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter nicht gemeint sein, die bei den Pfadfindern, bei der katholischen jungen Gemeinde, beim CVJM oder anderswo Verantwortung für Kinder oder gleichaltrige Jugendliche übernehmen. Viele junge Menschen erfahren dort, wie wertvoll und erfüllend es ist, sich für andere einzusetzen. Gerade in der kirchlichen Jugendarbeit erleben junge Menschen, wie wichtig gemeinsame Werte für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft sind und sie lernen viel über Verantwortung. Orientierung, nach der heute mit Recht gefragt wird, kann nur von Orientierten kommen. Ich habe den Eindruck, dass in der Jugendarbeit der Kirchen hier sehr viel Gutes, ja Unverzichtbares geschieht. Und ich bin allen dafür dankbar. Und ich bin vor allen Dingen dankbar, dass die jungen Menschen es ja selber ausdrücken. Auch, das bin ich überzeugt, in der Begegnung mit ihnen. In ihrem sozialen Engagement lassen sich die Kirchen von einem bestimmten Menschenbild leiten. Es ist das Bild vom Menschen, das nicht vom Pragmatismus und nicht vom Materialismus geprägt wird. Dieses Bild sagt uns, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Mensch kommt nur am anderen, nur durch den anderen zu sich selber. Freiheit, Personalität und Solidarität gehören zusammen.
So sagt es auch die katholische Soziallehre. Deswegen ist die karitative und diakonische Arbeit der Kirchen weit mehr als ein gesellschaftliches Reparaturunternehmen. In diesem Engagement wird immer auch eine politische Aufforderung sichtbar, nämlich die Schwachen, die Kranken, die Sterbenden, die Wettbewerbsverlierer nicht aus den Augen zu verlieren. Alle Appelle an Solidarität gewinnen Überzeugungskraft erst durch das tatkräftige Engagement, die tatkräftige Nächstenliebe. Diese tatkräftige Nächstenliebe und der Einsatz für eine gerechte Gesellschaft sind in den Kirchen hierzulande in Deutschland, wie ich immer wieder erlebe, sehr groß. Und auch dafür bin ich sehr froh. Die ehrenamtlichen Laien, die hingebungsvoll ihren freiwilligen Dienst tun, haben deswegen gerade den Zuspruch ihrer Kirchenleitungen verdient und den Dank von uns allen. Heiliger Vater, Sie kommen zum Weltjugendtag, zu dem noch Ihr Vorgänger, der unvergessene Johannes Paul II., die Jugend der Welt eingeladen hatte. Der Weltjugendtag und in der Tat die Begeisterung und der Optimismus der jungen Menschen aus der ganzen Welt hier in der Region sind für mich schon jetzt, Heiliger Vater, ein Zeichen der Hoffnung und der Ermutigung, vor allem der Ermutigung, dass es möglich ist, eine bessere Welt zu schaffen. Wir sollten nie von dieser Überzeugung aufgeben. Die weltweite Solidarität der jungen Menschen kann viel Gutes möglich machen. Sie macht uns die Verantwortung bewusst für die eine Welt, in der wir leben. Aber beim Weltjugendtag geht es, wie ich weiß, nicht zuerst um Aktionsprogramme oder Theoriediskussionen. Es geht um Spiritualität, um geistliche Erfahrung, um Gebet und um die Feier des Glaubens. Veränderung, wirkliche Veränderung, setzt immer die Umkehr der Herzen voraus. Mit ihrer Offenheit und ihrer Suche nach Orientierung geben die vielen hunderttausend Jugendlichen, gerade auch uns Älteren, ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. Gerade in diesen Zeiten, in denen viele Menschen Angst haben vor Terror und Gewalt, die aus angeblich religiösen Motiven verübt wird, ist es gut, Glaube und Religion als Wege zu Frieden und Menschlichkeit zu erfahren. Sie, Heiliger Vater, haben es selber mehrfach davon gesprochen, dass es Pathologien, dass es Irrwege der Religion gibt, auch im Christentum, so wie es Irrwege der aufgeklärten Vernunft gibt. Beide, Religion und Vernunft, müssen sich gegenseitig immer wieder korrigieren und reinigen, wie Sie sagen. Und ich habe das, Heiliger Vater, auf einen Ball geschrieben, den die Jugendlichen der katholischen Landjugendbewegung in ein Kreuz tun, wo die Wünsche der Menschen gesammelt werden. Ich hoffe, dass dieser Weltjugendtag, zu dem Sie eingeladen haben, ein unübersehbares Zeichen für einen menschlichen, einen menschenfreundlichen Glauben gibt. Für einen Glauben, dem die Welt und die Menschen nicht gleichgültig sind. Für einen Glauben, der davon zeugt, dass wir alle Gottes Kinder sind in dieser einen Welt. Noch einmal, Heiliger Vater, herzlich willkommen, Papst Benedetto.
Sehr verehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Vertreter des politischen und öffentlichen Lebens, verehrte Kardinäle, liebe Mitbrüder im Bischofsamt, liebe Bürger der Bundesrepublik, liebe junge Menschen, zum ersten Mal nach meiner Wahl auf den Stuhl Petri stehe ich voll Freude auf dem Boden meines lieben Vaterlandes Deutschland. Und ich kann nur wiederholen, was ich in einem Interview mit Radio Vatikan gesagt habe. Ich sehe es als eine liebevolle Geste der Vorsehung an, dass sie es eingerichtet hat, ich hatte es nicht gewollt, dass sie es eingerichtet hat, dass mein erster Besuch außerhalb Italiens in meinem Vaterland stattfindet, hier in Köln, und damit zu einem Zeitpunkt an einem Ort und zu einem Anlass, wo sich junge Menschen aus aller Welt, aus allen Kontinenten treffen, wo die Grenzen zwischen Kontinenten, zwischen Kulturen, zwischen Rassen und Nationen verschwinden, weil wir alle eins sind durch den Stern, der uns erschienen ist, den Stern des Glaubens, Jesus Christus, der uns eint und der uns gemeinsam den Weg zeigt, sodass wir hier alle miteinander eine große Kraft des Friedens über alle Grenzen und Trennungen hinweg sind. So sage ich Gott von Herzen Dank für diese Fügung, dass ich hier in meiner Heimat und mit einem solchen friedenstiftenden Anlass beginnen darf und so auch nach Köln komme, in einer tiefen Kontinuität, wie Sie, Herr Bundespräsident, schon gesagt haben, mit meinem großen und geliebten Vorgänger Johannes Paul II., der diese Intuition der Weltjugendtage, ich würde sagen, diese Inspiration gehabt hat und damit nicht nur einen Anlass von überragender religiöser und kirchlicher Bedeutung schuf, sondern von menschlicher Qualität, der die Menschen über die Grenzen hin zueinander bringt und gemeinsam Zukunft bauen hilft. Das werden wir jetzt noch oft hören, nicht wahr? Ihnen allen, die Sie hier anwesend sind, bin ich aufrichtig dankbar für den herzlichen Empfang, den Sie mir bereitet haben. Ein hochachtungsvoller Gruß gilt vor allem Ihnen, Herr Bundespräsident Köhler. Ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte, mit denen Sie mir aus dem Herzen gesprochen haben. Ich wusste gar nicht, dass jemand, der in der Wirtschaft lebt, auch so viel Philosoph und Theologe sein kann. Herzlichen Dank dafür. In Achtung und Dankbarkeit denke ich auch an die Regierungsvertreter, die Mitglieder des diplomatischen Korps und die zivilen und militärischen Autoritäten, den Herrn Bundeskanzler, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, alle hier anwesenden Autoritäten. In brüderlicher Wertschätzung grüße ich den Hirten der Erzdiözese Köln, Kardinal Joachim Meissner. Gemeinsam mit ihm grüße ich die anderen Bischöfe mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, die Priester und Ordensleute und alle, die in den verschiedenen seelsorglichen Aktivitäten der deutschsprachigen Diözesen ihre wertvolle Mitarbeit leisten. Allen Bürgern der verschiedenen Bundesländer gilt in diesem Augenblick mein herzliches Gedenken. In diesen Tagen der intensivsten Vorbereitung auf den Weltjugendtag haben sich die Diözesen Deutschlands und im Besonderen die Diözese und die Stadt Köln durch die Anwesenheit so vieler Jugendlicher aus aller Welt mit Leben erfüllt. Da möchte ich von Herzen allen danken, die durch ihre kompetente und großzügige Mitarbeit zur Organisation dieses kirchlichen Ereignisses von weltweiter Bedeutung beigetragen haben. Voller Dankbarkeit denke ich an die Pfarreien, die Ordensinstitute, die Vereine, die zivilen Organisationen und die Privatleute, die Einfühlsamkeit bewiesen haben in der Art, wie sie den Tausenden von Pilgern aus den verschiedenen Kontinenten eine herzliche und angemessene Gastfreundschaft bereitet haben. Ich finde es schön, dass in solchen Anlässen
die fast verschwindende Tugend der Gastfreundschaft, die zu den Urtugenden des Menschen gehört, neu auflebt und so Menschen aus allen Schichten zueinander kommen. Die Kirche in Deutschland und die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik können sich, Gottlob, einer verbreiteten und gefestigten Tradition der Weltoffenheit rühmen, wie unter anderem die vielen Initiativen der Solidarität, besonders zugunsten der Entwicklungsländer, beweisen. In diesem Geist der Aufnahmebereitschaft gegenüber denen, die aus anderen Traditionen und Kulturen stammen, schicken wir uns an, in Köln den Weltjugendtag zu erleben. Die Begegnung so vieler Jugendlicher mit dem Nachfolger Petri ist ein Zeichen für die Vitalität der Kirche. Und ich bin glücklich, mitten unter jungen Menschen zu sein, ihren Glauben, so Gottes will, zu stützen und ihre Hoffnung zu beleben. Und dabei bin ich zugleich sicher, dass ich mindestens ebenso der Empfangende bin, dass die Begeisterung, die Einfühlsamkeit, die Bereitschaft, der Mut und die Hoffnung der jungen Menschen mich anstecken werden und mir Mut geben werden, meinen Weg im Dienst der Kirche als Nachfolger des Petrus weiterzugehen und den Herausforderungen der Zeit zu entsprechen. Euch allen. Den Anwesenden und die, die in diesen ereignisreichen Tagen Menschen aus anderen Teilen der Welt aufgenommen haben, gilt schon jetzt mein herzlichster Gruß. Neben den eindringlichen Zeiten des Gebetes, der Reflexion und des Feierns mit den jungen Menschen und mit allen, die an den verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, werde ich Gelegenheit zu einer Begegnung mit den Bischöfen haben, an die ich schon jetzt meinen brüderlichen Gruß richte. Dann werde ich Vertreter der anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften sehen, worauf ich mich freue, einen Besuch in der Synagoge machen, der sehr mir am Herzen liegt, um die jüdische Gemeinde zu treffen, und auch die Vertreter einiger islamischer Gemeinden empfangen. Es handelt sich um wichtige Begegnungen, um den Weg des Dialogs und der Zusammenarbeit im gemeinsamen Einsatz für die Errichtung einer gerechten und brüderlichen, den Menschen wirklich angemessenen Zukunft noch intensiver zu beschreiten. Und wir alle wissen, wie sehr es nötig ist, diesen Weg zu suchen, wie sehr wir dieses Dialoges und dieser Zusammenarbeit bedürfen. Im Lauf des Weltjugendtages werden wir gemeinsam nachdenken über das Thema: Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Das ist eine nicht zu versäumende Gelegenheit, die Bedeutung des menschlichen Daseins als Pilgerschaft, als Unterwegssein unter der Führung des Sterns auf der Suche nach dem Herrn zu vertiefen. Wir werden gemeinsam auf die Gestalten der heiligen drei Könige hinschauen, die ja auch nach ihrem Tode noch Pilgernde werden mussten, nicht ahnen konnten, dass sie eines Tages mit ihren Gebeinen nach Köln pilgern würden. Wir werden auf diese Gestalten hinschauen, die aus verschiedenen Ländern kamen und zu den ersten gehörten, die in Jesus Christus, dem Sohn der Jungfrau Maria, den verheißenen Messias erkannten und sich vor ihm niederwarfen. Dem Gedenken an diese beispielhaften Gestalten sind die Kirchengemeinden Köln sowie die Stadt selbst in besonderer Weise verbunden. Ebenso wie die heiligen drei Könige sind alle Gläubigen und besonders die jungen Menschen dazu berufen, ihren Lebensweg als Pilgerweg zu gehen, als offene und suchende, auf der Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Dieser Stern ist es, den wir suchen müssen, den wir nachgehen müssen. Es ist ein Weg, dessen endgültiges Ziel nur durch die Begegnung mit Christus zu finden ist. Eine Begegnung, die sich ohne den Glauben nicht verwirklichen kann. Auf diesem inneren Weg, dieser inwendigen Pilgerschaft, können die vielgestaltigen Zeichen hilfreich sein, die lange und reiche christliche Tradition unauslöschlich auf deutschem Boden hinterlassen hat. Von den großen historischen Monumenten bis zu den zahllosen Kunstwerken überall im Land,
von den in den Bibliotheken verwahrten Dokumenten bis zu den mit intensiver Teilnahme des Volkes gelebten Traditionen, vom philosophischen Gedankengut bis zur theologischen Reflexion vieler deutscher Denker, vom geistigen Erbe bis zur mystischen Erfahrung einer ganzen Schar von Heiligen. Es handelt sich um ein äußerst reiches, kulturelles und geistiges Erbe, das noch heute im Herzen Europas die Fruchtbarkeit des Glaubens und der christlichen Überlieferung bezeugt und das wir neu lebendig machen müssen, weil es neue Kraft für Zukunft in sich trägt. Die Diözese Köln und insbesondere die Region Köln bewahren die lebendige Erinnerung an große Zeugen, die sozusagen in der Prozession der Wanderer stehen, die mit den drei Königen begonnen hat. Ich denke an Bonifatius, denke an die heilige Ursula, den heiligen Albertus Magnus, in neueren Zeiten an die heilige Theresia Benedicta, Edith Stein und den seligen Adolf Kolping. Diese, unsere Glaubensbrüder und Schwestern, haben im Laufe der Jahrhunderte die Fackel der Heiligkeit leuchten lassen, sind Menschen gewesen, die den Stern gesehen und anderen den Stern gezeigt haben. Solche Gestalten sollen heute für uns Vorbilder und Patrone unseres Zusammenseins, unseres Weltjugendtages werden. Während ich Ihnen allen, die Sie hier anwesend sind, noch einmal meinen herzlichsten Dank ausspreche für den freundlichen Empfang, bete ich zum Herrn. Für den zukünftigen Weg der Kirche und der gesamten Gesellschaft dieser mir so lieben Bundesrepublik Deutschland. Ihre Geschichte und die großen sozialen, ökonomischen und kulturellen Ziele, die sie erreicht hat, mögen ihr Ansporn sein, in einer Stunde neuer kritischer Fragen und Probleme auch für die anderen Völker des Kontinents mit weiterem erneutem Engagement ihren Weg zu verfolgen. Die Jungfrau Maria, die den heiligen drei Königen, als sie nach Bethlehem gekommen waren, um den Retter anzubeten, das Jesuskind zeigte, möge weiterhin so für uns eintreten, wie sie schon seit Jahrhunderten von den vielen in den Bundesländern verstreuten Wallfahrtsorten aus über das deutsche Volk wacht. Der Herr segne alle, die hier zugegen sind, sowie auch alle Pilger und die Bewohner des Landes. Gott schütze die Bundesrepublik Deutschland. Die Benedetto rufen, hoffen auf eine Begegnung mit dem Papst, dass er den Weg hier zu ihnen findet. Der Papst geht zu Besuch und er wendet sich an einen Rollstuhlfahrer, der in der ersten Reihe steht. Er macht es wie sein Amtsvorgänger, Johannes Paul II., 1996 in Paderborn. Davon stand auch nichts im Protokoll. Er geht auf die Menschen zu, er sucht die Begegnung. Er beginnt den Weltjugendtag für sich, so wie es sich die Jugendlichen erwünscht haben. So, das sind die Lautstärksten hier an dieser Seite, die natürlich auch hoffen. Und der Papst tut ihnen den Gefallen, er kommt hier vorbei. Da werden Hände geschüttelt, gleichzeitig Kameras gehalten. Weltjugendtag zum Anfang. Nun überreichen zwei besondere Besucher des Weltjugendtages dem Papst Gastgeschenke,
Gerade sehen wir Silvia Babangula, sie ist 26 Jahre alt, kommt aus Ghana. Sie hat einen großen Blumenstrauß dabei, der eben von den Sicherheitsbeamten penibel untersucht wurde. Und Josef Haschke, er ist 19 Jahre alt, hat auch einen Händedruck für den Papst und ein Gastgeschenk. Ich glaube, er kommt gleich zu mir, da werde ich ihn fragen können, was er dem Papst gegeben hat. Beide gehören zu den Langzeitfreiwilligen hier vom Kölner Büro des Weltjugendtages. Ob dem Papst wohl einer erklärt hat im Vatikan, was Laola-Wellen sind? Abschiedsgruß hier für die Menschen am Flughafen. Aber der Besuch fängt ja eigentlich erst an. Muss noch verstaut werden. Es dauert immer ein bisschen, bis jeder seinen Platz im richtigen Auto gefunden hat. Absolut spontan. Junge Besucher haben hier eine Gitarre mitgebracht und grüßen den Papst mit einem Lied.